Sigma Alpha 2 heading due south over the city. We're en route. Everything's a go. This is Control Tower. We have you on radar. Report cargo status of captured Hedgehog board. Over. That's a 10-4. Cargo secured on board and... What? Then the Hedgehog is over. Gone. He's taken out everyone aboard and... What's wrong? What in the Come world? Here. Over. Freeze! What do you think you're doing? Get that Hedgehog! Talk about low-budget flights. No food or movies. I'm out of here. I like running better. Und jetzt, liebe Leute, City Escape, eines der beliebtesten und bekanntesten Level aus der gesamten Sonic-Reihe. Attention all units. Suspect seen heading south. Block all major roads and capture the suspect. Dieses Lied ist eines der besten Lieder, die jemals geschrieben wurden, meiner Meinung nach. Ja, man ist erst mit Sonic in der City und skatet da lang. Man kann auf die Rampen gehen und dann, wenn man ganz auf der Rampe ganz zum Schluss ist, kann man den Sprungknopf drücken und den Trick machen. Das funktioniert bei mir leider nicht immer. Und ja, City Escape ist wirklich eines der besten Level-Zeiten. Da seht ihr, Show in Space 2 in Sonic Adventure 1 gab es Show in Space 1 im Kino. Und jetzt gibt es Show in Space 2. Ja, Sonics Gameplay wurde ein bisschen verändert. Er rennt immer noch schnell durch die Gegend, er kann immer noch springen, allerdings fühlt sich das Springen um einiges schlechter an als in Sonic Adventure 1. Aber das größte Problem, was ich mit Sonics Gameplay habe, er kann nicht mehr automatisch in den Spin Dash übergehen. Schau, Cola. Ja, ganz viel Werbung. Ich finde sehr schön, die Details, die in diesem Level sind. Auch die Details, die in den Stadtleveln von Sonic Generation und so drin sind. Denn da gab es ja auch ein Remake von City Escape. Wirklich fantastisch, was die hier alles in die Werbeplakate reinstecken und sowas alles. Und ja, da seht ihr einen goldenen Roboter. Wenn ihr den bekommt, kriegt ihr extra Punkte. Den solltet ihr also, wenn ihr den A-Rang haben wollt, so schnell wie möglich erledigen. Denn nach ein paar Sekunden ist der weg. Ja, wie ich gesagt habe, man kann nicht mehr sofort in Spin Dash übergehen, denn Sonic hat jetzt eine Rolle. Er kann einfach eine Rolle nach vorne machen, wenn er einmal den B-Knopf in der GameCube-Version hier drückt. Und ja, ihr müsst ihn aber gedrückt halten, damit ihr ihn Spin Dash macht. Und somit ist der Spin Dash um einiges schlechter zu nutzen in diesem Spiel als in Sonic Adventure 1. Und ihr seht diese Stangen. Ich bin natürlich furchtbar schlecht. Man muss, wenn Sonic seine Füße in dem roten Bereich hat, muss man den Sprungknopf drücken und man fliegt durch die Gegend, wodurch man ganz leicht ein paar Abkürzungen nehmen kann. Ich will nicht in Omo-Show reinrennen, sonst gibt er mir ein Tutorial. Man kann immer noch Homing Attacken von einem Gegner zum anderen, was sich in diesem Spiel um einiges besser anfühlt als in Sonic Adventure. Und natürlich das Grinden. Ich kann immer die Hintergeschichte vom Grinden erzählen. Ihr seht überall Werbeplakat von Soap. Soap ist eine echte Schuhfirma und Sonic Adventure 2 bzw. Sega hat einen Deal mit denen gemacht. Hey, wenn wir Sonic eure Schuhe anziehen und wenn er grinden kann, denn das Motto die Werbestrategie von Soap war irgendwie, dass man mit den Schuhen grinden kann. Keine Ahnung, ich habe keinen Werbespot oder sowas davon gesehen, habe ich aber gehört, dass man angeblich damit grinden können soll. Oder, naja, das soll irgendwie ein Werbetrick von denen gewesen sein. Das ist eine der wichtigsten Stellen oder der bekanntesten Stellen überhaupt von Sonic. Die Flucht von dem Gun Truck. Und die gab es auch in Sonic Adventure, in Sonic Generations. Dort aber allerdings ein bisschen verändert, ein bisschen spannender gemacht. Man rennt durch Häuser durch und so weiter. Und nicht nur einfach die Straße entlang. Und man kann zwischendurch auf irgendwelchen Rampen springen, aber da man nicht sieht, wo man hinrennt, ist das ziemlich schlecht gelöst. Und da muss man wirklich auswendig lernen, wo man hingehen kann. Und das war Sonic City Escape, meine ich. Sonic in City Escape. Und ja, Mission Clear, was haben wir in B? Wie gesagt, A, ich bin nicht so gut in dem Spiel, dafür mag ich es zu wenig, dass ich ein A bekommen würde ständig. Just put it
What are you talking about? That emerald's mine. You got that? The Master Emerald contains special powers that neutralize the energy of the Chaos Emerald. That makes it very powerful. What the? Look who's calling who a thief. I came here following the signal from the Emerald. If I'm not mistaken, this is the Master Emerald, isn't you, it? Dr. Eggman. So that's Dr. Eggman. Well, I guess I can use it for something. I'll just take it with me. Farewell, knucklehead. Not if I can help it. Ah! What was that all about? And look what you did to my emerald! I did that to prevent the Master Emerald from being stolen, you idiot. If it's in pieces, I can restore it. And by the way, that's not your emerald. Doesn't matter. I'll look into it once I get back to the base. I despise anyone who takes jewels from me. All the world's gems are mine to keep. Yeah, we'll see about that, Batgirl. Ja, der Chaos Emerald ist wieder in Splittern, genauso wie es wie in Sonic Adventure 1. Und es ist wieder an Knuckles, ihn zusammenzusetzen. Und jetzt haben wir Glück. Gleich hier ist der Radar losgegangen und hat rot geblinkt. Und hier ist der Grund, warum die Level mit Knuckles und Rouge so unfassbar schlecht sind in Sonic Adventure 2 und so viel schlechter als in Sonic Adventure 1. Ihr seht den Radar da unten? Der rechte ist ausgegraut. Und man kann nur noch ein Radar zur selben Zeit... da ist wieder der goldene Roboter. Man kann nur noch ein Emerald-Splitter zur selben Zeit sehen. Das heißt, ich könnte direkt an einem Splitter vorbeigehen. Solange es nicht der Splitter ist, den ich gerade suchen soll, wird er mir nicht angezeigt. Das heißt, ich kann durchs halbe Level rennen und dann einen Splitter und dann nochmal durchs ganze Level rennen, um genau den Splitter zu suchen, den ich vorher übersehen hatte. Was so ziemlich das Schlechteste ist, was jemals passiert ist in einem Sonic-Spiel, das nicht Sonic 06 ist und kein Werwolf hat. Ja, ich weiß nicht, wer da auf die Idee gekommen ist, warum sollte man die anderen beiden ausgrauen? Vielleicht war es zu verwirrend für Spieler, dass sie nicht wussten, wie der Radar funktioniert. Er ist wirklich einfacher zu verstehen hier, allerdings fürs Spielen sehr viel schlechter zu verwenden. Und... ja, wer da auf die Idee gekommen ist, auch ein Grund, warum ich Sonic Adventure 2 echt nicht mag. Ne, ich mache wieder ein Speed-Up, weil ihr wirklich sehen wollt, wie ich hier ständig in irgendwelchen Ecken rumkrieche und versuche, den Splitter zu finden und kein Ergebnis erziele. Das wird so ziemlich in jedem Knuckles-Level vorkommen, dieser Speed-Up, und in jedem Rouge-Level auch. Denn es ist einfach so unfassbar schrecklich, mit diesem Radar irgendwas zu finden. Und jetzt sind wir zum Glück gesehen. Das sind so eine Monitore, die sagen einem, die geben einen Tipps, wo die sind. Allerdings gibt das Punkteabzug zum Schluss in der Bewertung, weshalb ich sie ziemlich selten verwende. Und was haben wir geschafft? Total Wings 238B. Wieder kein A. Ich bin so unfassbar schlecht. Und jetzt Dry Lagoon, er spielt zeitgleich mit dem Level, das wir gleich gespielt haben. Allerdings ist jetzt Rouge auf der Suche nach den Splittern. Und ihr seht, selbes Gameplay. Es gibt nur 3 Gameplay-Styles in Sonic Adventure 2, auch wenn es 6 verschiedene Charaktere gibt. Es gibt Rouge, also Rouge hier, Rouge the Bat, einer der unbeliebtesten Charaktere in der ganzen Sonic-Reihe. Rouge und Knuckles haben dieselbe Schatzsucher-Mechanik. Dann gibt es Shadow und Sonic, die beide genau denselben Style haben, wie ihr gerade in City Escape gesehen habt und in dem Level, wo wir den Gun-Roboter da besiegt haben. Und dann gibt es Tails und Robotnik, die beide das Gameplay-Style haben. Ja, ihr seht schon, ihr werdet schon mitbekommen. Moment, wenn Tails denselben Gameplay-Style hat wie Robotnik, das passt ja überhaupt nicht. Kommt noch, da werde ich mich noch genug drüber auslassen. Und jetzt wird rot und da ist der Splitter und wir können ihn nicht sehen. Ja, und ihr seht da oben, 2000 Punkte haben wir bekommen, perfekt. Das heißt, wir haben ihn in der perfekten Zeit geschafft. Ja, die Kriterien in den Leveln hier mit der Punktebelohnung dann zum Schluss ist, so schnell wie möglich holen, ohne Tipps zu bekommen. Denn wie gesagt, Tipps geben Punkteabzug in der Endwertung und einfach so schnell wie möglich holen ist klar, je schneller ihr ihn habt, umso mehr Punkte gibt es. Und
da, ihr müsst in diesen Leveln die Schildkröte verwenden. Ich wusste das am Anfang nicht und ich wusste nicht, was die Schildkröte macht. Man musste am Anfang die beiden Roboter besiegen, wie ihr gesehen habt. Und dann konnte man mit der Schildkröte über diesen Teich da überall hin schwimmen. Und ja, ich habe da ziemlich lange gesucht in diesem Teil des Levels, bis ich gesehen habe, dass man auf die Schildkröte raufgehen kann und dann in einen anderen Teil des Levels kommt. Und ja, ihr seht schon, jetzt wird es wird heiß. Jetzt wird es wieder grün. Oh nein! Ja, ganz ehrlich, ich mag Rouge. Ich mag Rouge, ich mag das Gameplay nicht wirklich, denn ich mochte es schon in Sonic Adventure nicht. Aber ja, es ist... Habe ich schon erwähnt, dass die Kamera furchtbar in diesem Level ist. Die Kamera ist eigentlich so gut wie nie da, wo man sie eigentlich haben will. Zumindest nicht in Leveln oder in Stellen, die relativ schwer zu erreichen sind. Ja, ich gebe zu, in Sonic Adventure 1 gab es einige Probleme mit der Kamera. Aber in Sonic Adventure 2 ist wirklich... Ich habe mich immer gefragt, als ich Sonic Adventure 1 gesehen habe, wer hat Probleme mit der Kamera in diesem Spiel? Und dann habe ich Sonic Adventure 2 gespielt und dann bemerkt, die haben wahrscheinlich alle Sonic Adventure 2 gespielt. Ja, also ich bin kein wirklich großer Fan von diesen Leveln. Sie sind eindeutig die schlechtesten oder die nervigsten zumindest im ganzen Spiel. Ich würde sie nicht unbedingt als schlecht bezeichnen. Nicht schlecht designt oder sowas. Also sie machen wirklich keinen Spaß. Sie haben schon in Sonic Adventure 1 wenig Spaß gemacht, in diesem Spiel machen sie überhaupt keinen Spaß. Sie fangen an, ein bisschen Spaß zu machen, wenn man ungefähr weiß, wo die Emerald-Splitter zu finden sind. Allerdings, ich empfinde kein wirkliches Befriedigungsgefühl, wenn ich die Emerald-Splitter finde, und auch auf der Suche danach finde ich nichts wirklich, was mir wirklich Spaß macht. Ja, und ihr seht schon, hier ständig ist irgendwo der Emerald gelb. Wir finden ihn aber einfach nicht. Da ist wirklich diese Radarmechanik. Ist immer noch leichter zu finden als in Sonic 06, wo man kein Radar hat. Aber da sind die Schlüsse, die man finden muss, zum Glück immer da, wo sie eigentlich immer wieder an dieselben Stellen. Und ja, das war das Level von Rouge. Damit verabschiede ich mich von euch, von diesem Part. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Sonic Adventure 2. Wieder nur ein B-Rang. It's all too easy for me.